historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el viento de mar, que le dio luz a mi vida, apagando la después. Ay, era tan dura, sin tu amor no, sin tu amor no viviré. Sehr geehrter Herr Seelmann, sehr geehrte Frau Robert, sehr geehrte Abgeordnete der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute hier zusammen die Kulturachse Billstedt-Horn oder den Kernbereich dieser zukünftigen Kulturachse eröffnen können. Es ist ein zentrales Projekt hier unserer Stadtteilentwicklung, die wir im Bereich Billstedt-Horn als Bezirk Hamburg-Mitte verfolgen. Der öffentliche Raum ist ja immer die Visitenkarte eines Stadtteils. Hier entsteht das Bild, das Menschen, die in den Stadtteil kommen, haben, und es prägt auch das Bild der Menschen, die im Stadtteil wohnen, von ihrem eigenen Stadtteil. Ob sie sich hier wohlfühlen, wie sie das wahrnehmen, wie sie das als attraktiv ansehen. Und deswegen ist es ein ganz wichtiges Ziel von Stadtteilentwicklung, dass die öffentlichen Räume, die Wege, die Plätze, die Grünanlagen, gerade in den Zentren, gerade hier im Zentrum Billstedt, schöner werden, attraktiver werden, großzügiger, offener, vielseitiger, nutzbar. Und ich denke, das ist hier richtig gut gelungen. Wir haben einen langen Vorlauf gehabt, eine lange Planung. Ganz viele von Ihnen haben daran mitgewirkt. Und heute beginnt die neue Nutzung. Man bekommt ein bisschen eine Idee davon, wie es sein könnte. Mir wurde gesagt, ich soll mich mal hier draufstellen, damit man sieht, die sind dafür gedacht, dass man sich draufstellt und tatsächlich hier auch das als wie eine kleine Bühne benutzt. Es ist die Verkehrsführung hier beruhigt worden, schmaler gemacht worden, viel neu an Möblierung. Die Pflasterung hat sich verändert, da sind die Garagen weggenommen worden. Alle, die das noch von früher kennen, wissen, dass das gar nicht vergleichbar ist mit dem heute. Wir haben jetzt praktisch eine Verlängerung hier des Marktplatzes Richtung Kulturpalast und damit tatsächlich eine Verbindung zwischen ganz vielen wichtigen Kulturinstitutionen oder Einrichtungen hier im Stadtteil, vom Kulturpalast über das HDJ Billstedt, Kirche St. Paulus, katholische Schule, Bücherhalle, Volkshochschule. Dadurch schaffen wir eine Vernetzung der Einrichtungen im Stadtteil, eine Verbindung, die auch wahrgenommen wird. Und um das ein bisschen symbolhaft deutlich zu machen, dass man mit dieser Fläche jetzt ganz anders umgehen kann und die einzelnen Einrichtungen hier an der Achse miteinander verbunden sind oder verstrickt sind, gibt es als erste Kunstaktion hier die Strickaktion Billstedts Neue Masche. Frau Hubert hat mit vielen Freiwilligen aus dem Stadtteil hier seit Januar das erreicht, dass man jetzt überall die Poller und die Schilder und viele einzelne Orte entlang dieser Achse so eingestrickt hat und ein bisschen Aufmerksamkeit auf diese Achse zieht. Versammlung. Herr Grote hat die wesentlichen Punkte schon genannt. Als ich hier vorhin ankam, habe ich gleich gedacht,
Das ist aber schön geworden. Ich kenne das nämlich noch, wie das vorher aussah. Das war eher schwieriger. Jetzt haben wir einen richtig schönen Platz, den man ja auch schon fast als eine Piazza bezeichnen kann, hier mitten im Bild steht. Das ist Aufenthaltsqualität, die erheblich besser geworden ist, die schön ist. Und das Gute daran ist, dass eben auch eine öffentliche Nutzung hier möglich wird. Das hat Herr Grote ja gerade gesagt. Auch gut ist, dass damit dann auch nicht diese Konkurrenz mit den Marktbeschickern immer wieder stattfindet. Also insofern weniger Konflikte hier auf dieser Fläche, schöne Aufenthaltsqualität, schöne Bäume, die erhalten geblieben sind und mehr Fläche, die entstanden ist. Grün auch hier gegenüber durch den Kirchgarten. Das ist alles sehr schön, aber ich möchte kurz nochmal darauf hinweisen, dass wie immer das Ganze einen langen Vorlauf hatte. Level 1, Feuer, bitte. Gib mir eine Kette mehr an. That we are playing, but we never think that we are. Then you always say,
from 99. Isn't gonna go like this forever. Now we gonna take that life step together. Going round and round and up and down. We just like makes a matter. But we never came that we are playing. But we never think that we are winning. How are we gonna take that last step together? Going round and round and up and down. Beaches like make a ladder.